Das Wort hat Ursula von der Leyen. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich habe als junge Ärztin gleich nach dem Studium in der Gynäkologie und Geburtshilfe angefangen. Und ich habe damals in der Ambulanz unserer Klinik unendlich viele Gefühlslagen von werdenden Eltern erlebt. Sehr viele glückliche Paare in froher Erwartung. Paare voller Angst, die sich überfordert fühlten mit einer Diagnose. Ich habe verzweifelte Frauen erlebt im 7., 8. Schwangerschaftsmonat, die keine Kindsbewegungen mehr spüren und ahnten, es ist wieder ein früher Kindstod. Und ich habe resignierte Paare erlebt, die schon viel zu viele Fehlgeburten erlitten haben und wieder zu einer Fehlgeburt kamen. Ich glaubte am Anfang, vieles zu wissen durch 8 lange Jahre Ausbildung und Studium. Aber die Wucht des Schicksals rund um Schwangerschaft und Geburt haben mich sehr still werden lassen. Und seitdem bin ich sehr vorsichtig geworden mit dem Urteil, was in solchen Situationen absolut richtig oder absolut falsch ist. Der entscheidende Punkt für mich heute ist, auf wessen Schultern lastet am Ende die Verantwortung? Lastet sie auf den Abgeordneten, die die Gesetze machen? Ja, sicher, wir stehen in der Verantwortung. Dafür haben uns die Menschen gewählt. Und deshalb macht es sich keiner und keine in diesem Hause leicht. Aber bei aller Sorgfalt, die wir aufwenden, bei allem Anteil, den wir nehmen, spüren wir am Ende die Wucht des Schicksals nicht am eigenen Leib und an der eigenen Seele. Es sind die Paare mit schweren erblichen Vorerkrankungen, die den Schwangerschaftskonflikt bereits erlebt haben, die die Fehl- und Totgeburt bereits erlebt haben, die ein behindertes Kind bereits liebevoll pflegen, deren gemeinsames Bangen und Hoffen nicht aufhört. Und auf ihnen lastet letztendlich die Verantwortung vor Gott, die Verantwortung vor dem ungeborenen Leben und die Verantwortung vor den eigenen Kindern, seien sie behindert oder seien sie nicht behindert. Deshalb, meine Damen und Herren, trete ich dafür ein, dass wir diesen Paaren mit schwerer genetischer Vorbelastung den gesetzlichen Freiraum geben, zu wissen. Wir sagen ja bisher ja zum Wissen durch eine ausführliche Diagnostik in der Schwangerschaft. Mit welchem Recht sagen wir dann nein zu dem früheren Wissen durch die PID vor einer Schwangerschaft? Die Erkenntnis, das Ergebnis ist doch ein und dasselbe. Aber wenn wir das frühe Wissen vor Eintritt einer Schwangerschaft zulassen, dann können wir das spätere Leid in der Schwangerschaft und den Schwangerschaftskonflikt ersparen. Und darum, meine Damen und Herren, darum geht es. Niemand entscheidet sich leichtfertig zu einer künstlichen Befruchtung und einer PID. Das ist ein in hohem Maße körperlich und psychisch belastendes und schambefangenes Verfahren. Paare, die diesen Weg gehen, haben bereits eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Und deshalb finde ich es wichtig, die Gewissensfrage nicht gegen die Wissensfrage auszuspielen. Natürlich werden durch die PID Grenzen des Wissens erweitert. Aber das gerade innerhalb der Grenzen unserer ethischen Maßstäbe, darum geht es, meine Damen und Herren. Die Entwicklung der Menschheit ist doch voller Wissenserweiterung gewesen. Aber niemand hier im Raum würde doch sagen, dass die Geschichte, unsere gemeinsame Geschichte, eine Geschichte des Irrens und des moralischen Fehlens ist. Wir leuchten mit der PID in einen Bereich des Lebens, in dem wir bisher in Deutschland, nicht in anderen Ländern, aber in Deutschland vollständig im Dunkeln tappen. Das verändert, was wir sehen.
Aber das verändert doch nicht, wie wir es sehen. Die verantwortungsvolle Abwägung einer Frau und eines Mannes, was sie sich zutrauen und was sie überfordert, bleibt doch bestehen, meine Damen und Herren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht die Augen bewusst davor verschließen können, wie wir den Stand der Medizin nutzen können mit Maß und Mitte, um diese leidgeprüften Familien zu unterstützen und ihnen zu helfen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass sowohl die deutsche Ärzteschaft als auch die betroffenen Eltern mit den Möglichkeiten der PID verantwortungsvoll umgehen werden, meine Damen und Herren. Zwei Jahrzehnte guter Erfahrungen im Ausland sprechen für den Weg. Meine Damen und Herren, zum Abschluss. Ich bin als junge Ärztin oft von Patienten gefragt worden in verzweifelten Situationen, wie würden Sie entscheiden, wenn Sie an meiner Stelle wären? Ich möchte diese Frage heute in diesen Raum geben und sie an uns gemeinsam stellen. Wie würden Sie entscheiden, wenn es zu einem Verbot käme? Würden Sie für immer auf Kinder verzichten? Würden Sie immer wieder den Versuch einer Schwangerschaft wagen, mit all dem Wissen, das Ihnen dann in der Schwangerschaft zur Verfügung steht? Oder würden Sie ins Ausland gehen, wo seit vielen Jahren mit hoher Verantwortung die PID angewendet wird? Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass wir für die Menschen in unserem Land, in dem wir als Abgeordnete in der Verantwortung sind, eine Lösung mit Augenmaß gemeinsam finden. Das Totalverbot, meine Damen und Herren, das Totalverbot geht eher von einem bevormundeten Menschen aus. Wir gehen von einem mündigen Menschen aus. Ich bitte Sie, trauen wir den Menschen, den Eltern etwas zu und vor allem geben wir ihrer Gewissensentscheidung Raum. Darum geht es jetzt. Und deswegen bitte ich Sie, für den Entwurf von Ulrike Flach, Peter Hinze und Carola Reimann zu stimmen. Vielen Dank.